Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Shakes and Fidget Video von mir, dem Zerzirkulat, am 11.09.2016. Heute eine etwas eher besondere Aufnahme, weil ich habe selber noch gar nicht wirklich in meine Server geguckt. Ich bin nämlich gerade erst wieder nach Hause gekommen vom gestrigen Abend und schaue in meine Server rein, hab nur ein bisschen, Quests am Handy gemacht, zumindest auf meinen 300 Alu-Servern, damit da schon ein bisschen was gelaufen ist. Aber die 100 Alu-Server sind noch komplett unangepackt, die Pets sind unangepackt und das ist dann heute mal was Besonderes, worauf ich dann mal eingehen will, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann, noch ein bisschen mehr. Und da wurde sich auch mal gewünscht, dass ich das auch zeige und deswegen werden wir das sofort mal machen. Wir starten auf Welt 11. Wir wollten ja heute noch ein bisschen Epic Event spielen, werden wir auch machen. Ich weiß nicht, ob das Gold reicht. Ich hoffe, im Glücksrad kommt noch ein bisschen was rum. Ich werde 20 mal drehen, die 10 Pilze oder die, ja, doch 10 Pilze sind es. Aktuell laut meinem Glücks Lucky Coin Stand. Werden wir hoffentlich noch was bei rumkriegen. Aber vorher möchte ich noch, okay, den Intrank hole ich mal hier. Und ansonsten, was wollte ich kaufen? Ich wollte einen neuen Ring hier holen. Schmuckteil ist nicht so wichtig, aber vielleicht, wenn die beiden epic werden würden, wäre cool. Und mal gucken, was wir im Waffenladen noch so finden. Aber nicht mehr viel Blättern, 200, 300 Pilze. Und dann wollten wir heute bei den Pets mal gucken. Morgen ist nämlich Montag und dann werden wir Nahorn finden können. Und bei Licht, Plinze. Am Nacht und am Tag wollen wir auf jeden Fall auch machen. Unser Lillipon sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Und ja, wir sind schon bald mit Lillipon durch. Und das finde ich auf jeden Fall sehr geil eigentlich, dass wir hier so stark unterwegs sind. Vor allen Dingen bei Erde, Schatten, Feuer sieht es ziemlich gut aus bei unseren Pets. Eigentlich ist alles gut, außer Wasser. Wasser ist ein absolutes Problem. Und wir wollen dann erstmal jetzt die Petkämpfe machen. So früh wie möglich. Wir haben jetzt 15 Uhr fast. Ist jetzt nicht mehr so früh wie möglich, aber ich mache es trotzdem. Wir haben jetzt hier Erde 6, Pets 44. Jetzt muss ich wieder spekulieren. Wird das der schwächste Gegner heute werden? Ich schätze schon. Deswegen werde ich mit Wasser reingehen. Wasser war ein absolutes Problemelement. Ich gehe da jetzt rein und hoffe einfach, dass ich gewinne. Da Lillipon drankommt, sehe ich schon, dass ich verloren habe. Mal gucken, wie knapp es war. Lillipon 35, hier kommt Schnöck. Oh. Jetzt kommt noch einer mit 44 Pets. Ja, das mache ich dann mit Licht. Das ist kein Problem. Zack. Das ist kein Problem. Dann kommt Erde 7 Pets. Warte mal, gucken wir ganz gut. Schatten. Eigentlich sollten wir das schaffen. Aber ich bin mir nicht sicher, weil es ist halt ein Lillipon, ne? Und da könnte halt alles passieren. Wobei Lillipon 54 war jetzt nicht so stark. Erde 60 Pets, da gehen wir dann mit Feuer rein. Sollte eigentlich auch hinhauen. Nö, wir haben verloren. Na, nice. Okay, zwei Loses heute. Nicht so ein toller Pet-Tag. Wir hätten vielleicht dann eher doch mit Erde reingehen sollen. Aber wir haben eh genug Erde-Früchte. Ich glaube, da sollten wir uns... Wir müssen uns da keine Sorgen machen. Wir haben noch, seitdem wir diesen Server spielen, nicht einen einzigen Tag gehabt, also seitdem wir die Pets haben, nicht einen einzigen Tag gehabt, wo wir nicht Lillipon dreimal füttern konnten. Und das sieht man dem Lillipon auch ganz schön stark an. Gucken wir mal ganz kurz in die Pet-Ehrenhalle. Rang 27, ich habe halt heute nicht vier oder fünfmal gewonnen, sondern nur dreimal gewonnen. Das war dann halt eher ein schlechterer Tag. Und da muss man halt damit rechnen, dass man dann mal ein bisschen Abzüge macht. Gut, ansonsten habe ich gestern hier den Drago der Sümpfe gelegt. Habe ich doch außerhalb des Videos gemacht, weil der ist total easy. Ich guck mal, ich habe 1600 Intelligenz weniger als der, mehr als der. Und da, da ist auch nichts Besonderes mehr zu sehen an dem. Der braucht auch gar nicht die Infos, die ich eigentlich auch schon längst wegschmeißen könnte. Also ich weiß gar nicht, warum ich die aufbewahrt habe. Und dann wollen wir jetzt mal hier in den Zauberladen reingehen und gucken, was wir da so finden. Wobei, stopp. Stopp. Wir haben noch etwa eine ganz wichtige Sache zu erledigen und die heißt spülen. Wir können nämlich heute spülen, wir kriegen eh kein Epic raus. Dankeschön, war mir doch eh klar. Wir wollten spülen. Wir haben Schuhe hier drin, ja, dann kann ich das ja wegpacken. Was kommt hier für ein Item raus? Geschick. Kann ich also der Kunigunde geben. Wobei ohne Sockel nehme ich das dann nicht mit. Und dann gucken wir mal hier im Zauberladen. Tränke lasse ich jetzt mal drin, außer wobei... 23.10. Ja, Intränke nehme ich noch mit, wenn welche kommen, und natürlich Lebenstränke, die nehmen wir natürlich auch mit, weil die wollen, die Intränke hinken noch ein bisschen hinterher, aber Hauptsache ich habe ein paar Tränke parat. So, jetzt wäre ein cooles Item, ein Ring, Epic-Ring oder Epic-Schmuckstück, eigentlich egal, irgendwas Episches. Hallo? Ja, okay. Das mit den Epic-Sets wird wohl hier auf dem Server nichts. Ich kriege zwar 20 Milliarden Tränke, aber nicht ein einziges Epic. Hallo? Hallo? Ist Epic-Event an noch? Also wir haben jetzt Sonntag. Ich sag ja, W11 ist der absolute Clown-Server, der mich immer verarschen möchte. Und ich weiß nicht, was ich dem Server getan habe. Ich wollte doch hier mit einer guten Intention auf den Server starten. Wow, what the fuck? Ach man, ich habe gleich schon wieder keine Lust mehr zu blättern, ganz ehrlich, Leute. Hallo.
Ich gucke jetzt mal nach Ringen, nach ins Ringen einfach auch. Halte ich ein bisschen Ausschau. Weil, du weißt, man weiß ja nie, was hier der Server einem hier, außer Intelligenz, die sind halt, ist ja beides ein bisschen besser, aber ich glaube, es ist jetzt besser auf Intelligenz vorbei. Ich habe so viel Intelligenz, ne? Ich nehme den Ring, schmeiß den Sockel rein hier, zack, den Sockel rein, zack. Wir gucken trotzdem nochmal weiter nach Epics. Jetzt kriege ich gleich einen Epic-Ring, dann werde ich wieder verarscht, ist ja normal. So, Schmuckstück haben wir, glaube ich, ein ziemlich gutes. Wobei 309 ist schon gut möglich. Das heißt, halten wir auch da mal Ausschau nach. Boah, ein vernünftiges Epic muss doch kommen. Vielleicht kommt ja im Zauberwaffenladen ja gleich ein vernünftiges Epic. Das wäre dann ja auch die Krönung. 300. Ja, da ist schon was Besseres möglich. Muss halt nur kommen, ne? Ja, wow. Die Kette haben wir ja schon. Hier. Die werde ich auch bald anziehen, aber nicht jetzt. Okay, machen wir noch 50 Pilze im Zauberland. Oder bis zum nächsten Epic gehe ich jetzt in Zauberland. 150 Pilze, das ist so die Grenze. Und ansonsten gebe ich es auf. Der Server will mich halt immer verarschen, ne? Das ist halt unfassbar. Ah, ja, oh, ein Ring für nur Gold. Das kostet mich aber, ja. Den nehme ich mit, aber das werde ich jetzt erstmal. Ich hoffe, ich kriege Gold im Glücksrad. Ansonsten ist das Video hier ganz schön schnell gelaufen. Ja, da ist Gold. Den nehme ich mit. Das heißt, wir haben hier ein weiteres Epic. Und dann hören wir erstmal hier auf. So, dann haben wir einen Ring. Den können wir auch sofort anziehen. Tun dann den Sockel rein. Zack. Und dann können wir den unserem Magier hier geben. Der hat ja so einen Ring. Der ist ja noch ein bisschen älter. Zack. Und dann gehen wir in den Waffenladen und gucken, was wir da noch Schönes finden. Wir halten trotzdem mal Ausschau nach anderen Items. Ich war ja noch auf der Suche nach einer guten Brust, die ich gestern nicht gekauft hatte. Und von daher, ich weiß auch noch, wie wäre ein anderes. Ah, da wäre eine Epic-Brust gewesen. Die werde ich jetzt aber nicht nehmen. Ja, so wichtig ist mir die Aura hier auch nicht. Ich will einfach nur ein bisschen den Char ausbessern und hoffe einfach, dass da noch was kommt. Intelligenz 724, schön. Ah, ich glaube bei der Epic-Waffe erstmal. So langsam kommt man ja auch in den Levelbereich, wo das alles ein bisschen. Boah, warum denn immer ohne Sockel, Mann? Oh. Ich verstehe das nicht. Nicht. Mann. Ansonsten gebe ich hier halt auch bald auf. Ich weiß auch noch, wie wir ein bisschen Gold kommen. Wir können ja noch Pet-Dungeons machen. Die werden auf jeden Fall dann legen. Und die geben mir eigentlich ziemlich viel Gold. Im Vergleich. Oder vielleicht jetzt gar nicht mehr auf dem Level gar nicht mehr so krass. Weil das ja. Im Early Level haben die auf jeden Fall gut Gold gegeben, die Pet Dungeons. So, hier. Hier ist eine gute Robe mit viel Intelligenz und viel Rüstung. Die wird wahrscheinlich. Warte mal, ich guck mal ganz kurz im Rüstungsvergleich. Gib mir die 10% auf jeden Fall sehr gut. Läuft die Edelstamine eigentlich gerade? Yo, die läuft. Die habe ich gestern gar nicht zum Laufen bekommen, weil ich halt die ganze Zeit. Ja, weil ich halt nicht am Handy war. Und deswegen sind nicht so viele Edelsteine reingekommen in letzter Zeit. So, hier sind jetzt so Mumienhandschuhe. Werde ich die nehmen? 161 auf alle. Ich habe aber dann nur alle Attributsachen. Ich möchte ein Dreier Epic haben. Das machen wir jetzt auch in schnell. Ein Dreier Epic. Ein Dreier Epic. Ich habe keine Lust. Zack, zack, zack. Schnell in schnell. Wow! Ey, warum kommen nur alle Attribute Epics? Ey. Oh, 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 ho, 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 die nehme ich. Ha, die ist gekauft. Die ist gekauft, auf jeden Fall. Die nehme ich. Und das war es dann auch, glaube ich, vom Epic Event hier. Die nehme ich auf jeden Fall. Wir machen einmal Nahorn, das gibt 18.000 Gold. Den Kampf speichern wir einfach mal. Was kommt als nächstes? Stonor. Ich glaube, den kann ich nicht. LOL, okay. Easy peasy, Lilipon. Outrageous. Ich weiß gar nicht, ob wir Stonor schon finden können. Das ist Stufe 156. Und dann können wir noch ins Lichthabitat gehen, können dort Plinze legen. Liegt auch ganz easy. Und dann haben wir genug Gold eigentlich, um die Waffe zu kaufen, oder? Ja, passt perfekt. So, werden wir aber erst später anlegen können, weil wir haben keinen Sockel dafür. Ich will auch keinen Ausdauersockel da reinpacken, wobei, doch, oder? Oder, das ist jetzt die Überlegung, ob ich jetzt einen Ausdauersockel mitnehme oder nicht. Ich glaube, nee, ich warte lieber noch. Ich will das aber nicht skippen, sondern ich warte lieber noch und guck mal hier in den Dungeon einfach mal allgemein, ob wir da was schaffen können.
einfach mal so ein paar Tries. Sagen. Ja, ich glaube mit der Epic-Waffe, ach, oder liegt auch einfach so 157, easy peasy. Drache der Finsternis könnte, glaube ich, auch liegen, wenn der andere schon so wenig Tries gebraucht. Die sind jetzt ja eigentlich relativ ähnlich in dem, was sie können. Wobei, ich glaube, hier ist die Epic-Waffe dann vielleicht besser. Die andere, meine ich. Hier fehlt es ein bisschen an Schaden. Okay, doch nicht. 158, jetzt kommt der Schwarzschildritter. Ich glaube, den machen wir dann doch mit der anderen Epic-Waffe, weil der andere hat schon so viel Tries gefressen. Aber ich will ja jetzt nichts hier vorhersagen, ne? Ja. Machen wir nochmal ein paar Tries. Ne, ich glaube, den machen wir mit der anderen Epic-Waffe. Der ist, glaube ich, da ein bisschen leichter. Ja, das reicht ja. 5 Pilze noch. Ah, ne. 4, 3, 2, 1. Ja. Gut. Das war's dann hier. 158 sind wir geworden. Haben ein bisschen was geballert. Das war das Epic Event hier, würde ich erstmal behaupten. So, sind dann jetzt hier unter Tascha, ja, fünfthöchster in der Gilde. Und mal gucken, was da noch so kommt. So, dann werden wir aufwerten unser Equipment und dann erstmal, ja, sockeln und so weiter und so fort. Dann müssen wir dann auch das andere Epic anziehen. Und ich glaube, da können wir uns bald auch mal in die Schattenwelt setzen. Dann muss ich erstmal näher ins Auge, näher betrachten das Ganze. So. Dann erstmal jetzt an das Biest. Ich denke mal, da können wir jetzt gut was abziehen. Hätte vielleicht auf meine andere Epic-Waffe warten sollen, aber auf die paar Prozentchen, da scheiße ich jetzt erstmal drauf, weil am Ende kommt es eh darauf an, dass man einfach nur jeden Tag in sein Portal geht und dann nicht auf jeden kleinen Furz achtet. Gut, Inventar schon wieder gut voll. Das liegt auch an mir, dass ich jetzt hier schon wieder geballert habe. Ich glaube, wir können auch hier im Schattenhabitat Mykon legen. Mache ich aber erst später. Weil ich habe gerade keinen Platz im Inventar. Wir brauchen erstmal Platz. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier eine Quest an. Das ist, glaube ich, dann die Wahl fällt auf welche Quest, auf jene Quest hier. Und dann gehen wir rüber zu Welt 7. Auch der hat noch nichts gemacht. Hatte zwar nur Quests am Laufen auf dem Handy, aber ansonsten nichts. So, Kirrit wird erstmal gefüttert, wenn wir schon gerade hier drin sind. Zack, zack, zack. Und dann machen wir erstmal unseren ersten Petkampf des Tages. Erde 13 Pets, das heißt, gucken wir mal, ich will euch erstmal so ein bisschen erklären, wie ich das immer mache. So, wir haben jetzt hier 5, 9, 10, 11, 12, 13. Das heißt, bei Kloptiwop. Allerhöchstens, vielleicht ist er auch, ja, allerhöchstens Kloptiwop, Maximum 310. Kann er also schon gut gefüttert haben. Wenn ich das mit mir vergleiche, ich habe 282 und habe, wie viele Stationen gehabt? Ja, 2,5 Stationen. Also kann der sehr gut Kloptiwop auf 100 haben. Und jetzt die Frage, machen wir das oder gehen wir lieber mit Wasser rein? Ich glaube, ich gehe mit Wasser rein. Oder mit Licht. Licht, Mesmerit könnte, ich glaube, ich gehe mit Licht rein, das ist sogar vielleicht noch besser. So, Mammuton 21, Nagezahn hat der gemacht, okay, das ist eine ganz andere Taktik. Kloptiwop kam dran, Stonor kam dran und Kloptiwop 76, okay, das war sogar einfacher, als ich gedacht habe. Das gibt dann einen Apfel, den ich nicht benutzen kann, bis zum Gold-Event und das kommt dann halt nächste Woche. Das heißt, wir haben schon ein paar Äpfel angesammelt für unseren Towerbock und das ist ja kein Problem. Gucken wir mal hier im Laden, was wir hier so haben. Mal, Tränke, okay. Leider kein Epic. Würde mich ja freuen, wenn hier ein Epic käme, weil, ja, das würde den Zirzirkulot noch ein bisschen stärker machen. So, dann wollen wir ins Portal. Wir müssen erstmal warten, dass wir ins Klo gehen können, weil ich habe heute gerade erstmal geschafft, meine Edelsteinmine anzuschmeißen. Ja, jetzt müssen wir erstmal im Glücksrad Ressourcen erdrehen. Ich hoffe, da kommen jetzt genug Ressourcen bei rum. Ja, okay, das reicht jetzt erstmal wieder, um unsere Mine am Laufen zu halten, permanent. Und ich hoffe, ab morgen geht es dann weiter voran. Die letzten zwei Dreher machen wir jetzt auch noch mit Pilzen. Zack, so, jetzt haben wir 493.000 Stein. Das ist schon mal wieder etwas, aber ich glaube, wir werden Probleme kriegen, wenn dann die Festung 16 ist. Akademie braucht 4 Millionen Stein und ja, das braucht auf jeden Fall noch einige mehr Steindreher, als wir jetzt erst haben. Und ja, mal schauen, wie das weiter vorangeht. 313 werden heute auf jeden Fall 314. Damit sind wir dann, ja, gleich mit Tadulka wieder gleichgezogen. Die hat schon wieder Dungeons gemacht. Das ist unfassbar, ey. Das ist unfassbar, diese Frau. Gut, erstmal hier in den gegen den Flederbock. Da haben wir ja gut abgezogen bisher. Ziehen weiter gut ab. Das ist ein einfaches Portal. Umsenser, rein da, 4 Millionen, easy peasy. Und dann mal hopp in den Dungeon gegen den verrückten Jongleur. Mal gucken, dass der irgendwann mal liegt. Ich glaube, der Troy sieht... Oh, der hat die Kunigunde gut abgezogen, aber das ändert nichts am Endresultat. Der verrückte Jongleur ist aber gut machbar, aber ist jetzt auch kein großer Drang, den jetzt zu killen. Machen wir mal hier auf 13.400 Stärke. Und hauen auch hier eine Quest rein. Zack, zack, zack. Nehmen wir die. Und da gehen wir auf einen Server, wo ich noch gar nicht reingeguckt habe, also nicht mal eine Quest oder so gemacht habe, nämlich auf S36 Deutschland. Gut, Stufe 350, Timi Hendrix. Gucken wir in die Läden. Vielleicht ein Epic. Leider nein. Boah, ich hätte so gerne ein Epic, ey.
Ach, schade. Gucken wir hier mal was ins Klo schmeißen. Aura 24 schon mit 630 im Tank. Und ich bin da ja auch immer fleißig am Füllen. Guck in die Festung, ist hier irgendwas fertig? Ja, ach, Edelsteinmine. Ja, schon wieder ein Ausdauer-Edelstein, die brauche ich gerade gar nicht. Ich habe so viele Ausdauer-Edelsteine und weiß gar nicht, wohin damit. Naja. Mal gucken, was wir damit anstellen. Ich spare mir halt immer hier die Edelsteine auf und gucke dann immer regelmäßig rein, was ich da so reinschmeißen kann. Und dann gucken wir mal hier gegen die Frühausgeburt, was wir da reißen können. Frühausgeburt ziehen wir wieder sehr gut ab. Ja, es geht voran. Yay. Ich glaube, das hat echt was mit den schwarzen Edelsteinen zu tun. Wobei, das ist ja ein Geschickgegner. Und ich habe ja ein bisschen Geschick plus gemacht, ein bisschen Ausdauer minus. Aber die Nebenattribute sollten hier im Portal keinen Unterschied machen. Wo sie einen Unterschied machen, ist hier beim Old Purple Hand. Und der Old Purple Hand, der braucht jetzt immer zwei Schläge, um mich zu töten. Okay. Just kidding. Jetzt hat er mich gerade mal komplett aus dem Leben gefickt. Aber ja, das kann ja auch mal passieren, ja? Gut, dann wollen wir hier in den Dungeon, ne? In den Dungeon gegen das liebe Zwergpudel, gegen den Zwergpudel, wie auch immer man das ausspricht. Und gucken, ja, also bis wir den irgendwann gelegt haben, weiß ich nicht. Das, den Trident kann man nicht hervorberechnen. Ich weiß es nicht, wann wir hier mal vorankommen. Gut, dann mal eine Quest reingehauen. Zack, zack, zack. Und gehen mal ins Glücksrad für... Oh, wir können hier gar nicht drehen. Ich habe gar keine Lucky Coins geguckt. Naja. Dann halt heute nur ein Dreher. Ich hoffe auf den anderen Service vielleicht ein bisschen mehr. Nämlich auf S35, dem Grimbart. Der sich dann bald an Jan versucht. Auch schade, ein Lebenstrank hätte ich mich jetzt auch gefreut. Vielleicht ein Epic? Leider nein, leider gar nicht so. Ja, gucken wir in die Festung. Und ein Edelsteinchen ab, machen wieder neu an. Und haben auch wieder hier ein sehr schönes buntes Inventar. Ein Stein davon geht ins Klo. Ja, bis da wieder was in der Aura passiert, dauert jetzt auch noch ein bisschen. Ich glaube aber, S32 wäre bald dran oder ist, oder hat S32 schon gespült? Moment, da gucken wir gleich nach. Wir skillen jetzt erstmal, ich will hier auf die 14.800 kommen. Ja, ein Skillpunkt hat es gereicht. Haben wir was im Glücksrad? Auch gar keine Lucky Coins, das ist nicht so gut. Ich glaube auch heute am Sonntag werden nicht so viele Lucky Coins kommen. Das ist halt ein bisschen schade. Dann mal gegen das gefräßige Großmaul, zack, wie viel haben wir abgezogen? 14%. Kleinvieh macht auch Mist. Und dann Mephissimo, es ist glaube ich immer das gleiche. Der Mephissimo bewegt sich ganz, ganz, ganz wenig nach unten. Aber wenigstens bewegt er sich nach unten. Ich glaube, wenn der gefallen ist, geht es ein bisschen leichter voran hier im Dämonenportal. So, dann mal hopp in den Dungeon zum Führerhaufen. Da, das ist der Führerhaufen. Und da wollen wir mal gucken, ob wir den vielleicht nicht ausschaffen können. Das wäre ein toller... ich dachte, das wäre jetzt nur der Markwort gewesen. Das war wohl wieder ein Doppelklick gerade bei mir auf der Maus. Ich glaube, deswegen werden wir den jetzt nicht schaffen. Ja. Schade. Wäre das ein Markwort gewesen und danach noch die Kunigunde mit dem Leben, dann wäre der locker gefallen. Aber so, leider, leider, leider nicht so. Gut, dann hauen wir mal hier auch eine Quest rein. Oh! Oh, ein Epic in der Quest. Das ist ja schön. Was ich ganz vergessen habe, war, auf S36 einen Pettkampf zu machen. Yo, Erde 13, 227. Gucken wir mal Erde 13. 5, 9... 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, also wird er auch wieder Kloptivop haben. Alles höre, denke ich mal nicht. 227, mein Erde-Element ist da ein bisschen zu schwach für, wenn ich das so vergleiche. Schatten. Ja, ich muss irgendwas nehmen, was Starkes hat. Vielleicht nehme ich Feuer. Ich schätze einfach mal, dass Fachan mit dem Level stärker ist als Kloptivop auf dem Level, wo ich es habe. Und dann gucken wir mal. Rängerzähling 77. Das heißt, er hat schon ein bisschen weniger Früchte auf die Anfangspads. Nahorn 76. Ich glaube, Fachan sollte es schaffen. Und jetzt Kloptivop 58. Ich glaube, das sollte Fachan doch schaffen, oder? Es ist knapp. Jo, passt. Okay, da habe ich gut kalkuliert, dass Fachan ein bisschen stärker ist als das Kloptivop, als das er hat. Und der nächste Kampf ist mir ziemlich... Wobei, der hat 13 Pets. Vielleicht hat er auch perfekt gelevelt, ne? Er hat nicht so viele Früchte verschwendet. Müssen wir aufpassen. Immer so denken. Zählt am liebsten, wenn ihr eure am besten, wenn ihr eure Pets macht, immer nach. Wie viele Pets haben die? Und bei welchen Pets können sie sein? Und welches Level könnt ihr es maximal haben? So könnt ihr eigentlich die Chance, dass ihr gewinnt, erhöhen. Ja, also könnt ihr auf jeden Fall immer gut was rausnehmen. Gucken wir mal hier auf S35. Okay, Erde 12. Das heißt, er wird noch bei Rufus sein. Und 171. Ich könnte das mit Stoner machen. Licht, ja, Tesla will ich da jetzt nicht reinschicken. Kuklitz weiß ich auch nicht ganz. Also Fachan könnte ich reinschicken oder Zeppard. Wir gehen mal mit Erde rein. Ich glaube, das könnte passen. Mammoton, Lillipon 100. Ich glaube, der hat einfach perfekt gelevelt. Könnte das sein? Stoner. Rufus 58, okay. Oh, war das kacke. Ja, da war wohl der Kuni-Bonus. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Rapi war das, ne?
mal kurz bis nach Stonor gegen, gegen, wie heißt denn der jetzt, gegen Rufus, 58, ja, der hat halt schon fast so viele Attribute wie ich, aber da war auch noch der Kuni-Bonus mit bei. Leider nicht, leider gar nicht, leider haben wir verloren, ist egal. So wichtig ist es jetzt auch nicht hier auf den Non-Pilzer-Servern. Glücksrad waren wir schon, dann gehen wir mal rüber zu S32, zum lieben Grimbart. Der hat ein paar Früchte hier parat. Können wir erstmal sofort Bofuchs füttern hier, auf Licht. Dafug können wir, glaube ich, nicht finden und wir könnten was mit... Ne, Mesmerit können wir auch noch nicht schaffen. Gucken wir erstmal in den Läden. Ein Intrank, das ist ja schon mal etwas. Wie wäre es mit dem Epic hier? Leider nein, leider gar nicht. Schade. Kriegen wir vielleicht einen Geschicksedelstein? Leider auch nicht. Okay, wir sind fertig mit der Festung 17 und können dann direkt hier Festung Akademie 16 ausbauen. Perfekt. Wie viel Glücks Lucky Coins? Auch hier gar keine. Ach du meine Güte, das ist ja fatal. Wir haben nirgendwo 20 Dreher gemacht, außer auf den Pilzer-Servern. Jo, dann gehen wir erstmal hier ins Portal. Können wir vorher skillen. Jo, einen Skillpunkt in Intelligenz. Und dann mal hopp hier das gefräßige Großmaul einmal probieren und ziehen. 11% ab, wenigstens ein bisschen. Aber ich glaube, der Grimbart wird sich ein bisschen länger an diesem Portalgegner aufhalten. So, zack, zack. Dann mal gegen den kleinen Kriecher mal wieder einen Schlag raushauen und dann sterben. Okay, wir schaffen sogar zwei Schläge. Oh, wir tauchen sogar in der Gilde auf. Das ist ja unfassbar. So, dann wollen wir was ins Klo schmeißen hier. Oh, yo, wir können spülen, Leute. Wir können spülen. Oh, das hätte ich gestern schon machen müssen. Ich hab's nicht getan. Oh mein Gott, wir können spülen und wir kriegen ein Dreier-Attributs-Item. Oh mein Gott, das ist ja mal endlich was Schönes. Gut, das werden wir auf jeden Fall anziehen, wenn wir dann ein Epic haben, einen Stein haben, der das tragen kann. Wobei, ich glaube, der Stein kann es auch schon tragen. Es sind 100 Hauptattribute überall mehr. Das macht der Stein auch wett. Gut, machen wir mal das rein. Zack, zack. Verzaubern das sofort und schmeißen auch sofort wieder was ins Klo. Da habe ich wohl gestern verpatzt zu spülen. So, kann das vielleicht unser Magier im Klo tragen? Im Klo, im Turm? Das sind nur 50 Attribute mehr. So, mehr Rüstung drin und dem fehlt Rüstung, deswegen packen wir das mal so rein. 2% Rüstung dazu gewonnen. Gehen wir mal kurz in die Hexe, verzaubern das Ganze. Um mehr zu wenig Geld. Also komm schon, verarsch mich jetzt nicht. Wir können jetzt auch mal hier den Stein wegschmeißen. Und dann haben wir genug Geld, um das zu verzaubern. Dankeschön. Zu wenig Gold! Machen wir mal einen Arena-Kampf. Vielleicht können wir da Gold reinholen. Das ist ja nicht mehr viel. Ne, wir können auch ein bisschen mehr Gold verlieren. Das geht auch. So, dann schmeißen wir mal den schlechten Stärkestein weg. Und jetzt können wir uns das aber leisten. Bitte, danke. Gut, top. So, hier können wir auch nicht drehen. Wir gehen aber in die Pets. So, Erde 11 Pets. Das heißt, 5, 10, 11. Er ist bei Nahon. Oder Stonor. Nahon oder Stonor. Stonor ist er wahrscheinlich. Alles andere würde mich wundern. Da gucken wir mal hier. Mit Stonor könnten wir es eigentlich schon schaffen, weil wir ungefähr... Wobei, da fehlen uns echt 30 Früchte, die... Ich glaube, das schaffen wir nicht. Schattenkucklitz sollte easy sein, Feuer auch. Bofuchs, ich glaube, ich gehe mal mit Licht rein. Ich glaube, das könnte passen, wenn ich mit Licht reingehe. So, Lilipon 100 wahrscheinlich wieder. Lilipon 18. Groa. Okay, ganz, ganz komische Taktik. Bofuchs macht das jetzt so. Jetzt, ich denke mal, es kommt Nahorn, 81. Das haben wir verloren. Okay. Etwas falsch an die ganze Sache reingegangen. So, dann gehen wir noch in den Dungeon. Versuchen hier, den des Teufels Advokat zu besiegen. Oh, 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 das könnte gut werden, das könnte gut werden. Okay, Grimbart, okay. Nee, der hat zu viel abgezogen gekriegt, leider doch nicht. Naja, das war's dann heute von dem sonntägigen Video. Etwas runtergerasselt, ich bin auch noch ein bisschen kaputt von gestern. Und trotz allem werde ich heute den Stream anschmeißen. Das heißt, wenn ihr bis zu diesem Punkt des Videos gesehen habt, dann werdet ihr später noch sehen, dass eine Livestream-Ankündigung online gekommen ist. Und da könnt ihr dann draufklicken und auf den Stream kommen. Ich werde heute wieder Solo-Queue spielen, vielleicht sogar Duo-Queue. Mal schauen. Ja, wir sehen uns hoffentlich dann später im Stream und wenn nicht, dann morgen in einem neuen Video von mir, dem Zerzockelot. Bis dann, Leute. Ciao!